Ja, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich hatte gerade eben schon mal versucht, aber das habe ich jetzt mal eben kurz gelöscht, weil es da leichte Probleme gab. Wir spielen heute Cult of the Lamb. Ein Spiel, was ich ewig lang beim eShop schon auf dem Schirm hatte, dass ich das mal spielen wollte. Aber ich habe es mir jetzt dann doch auf Steam geholt. Ja, das ist ein Roguelike-Spiel mit Baseball-Möglichkeiten. Wir bauen uns da so einen eigenen Kult auf und dafür müssen wir Anhänger sammeln, müssen natürlich Bosse bekämpfen. Man kennt es von Roguelike, es wird immer schwerer und schwerer. Und ich werde sterben. Ja. Und darauf habe ich mich jetzt schon sehr, sehr lang gefreut. Ich wollte dann jetzt auch loslegen. Mit meinem eigenen Kult muss mir natürlich den Spielstand erstmal erstellen. Gelobt sei das Lamm, Wegbreiter, große Macht und Feist, Befreier von jedem, der wartet. Nimmchen acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur ein, kann nur auf einem Kopfe sitzen. Oh, und da sind wir. Das habe ich schon vom Trailer ja gesehen. Wir sind ein armes Schäfchen. Kann ich einfach gehen? Nein, kann ich nicht. Ich will nach Hause. Ich will kein Opferlamm sein. Ich sehe doch schon, dass ihr mich abstechen wollt. Ich will das nicht. So, ich knie mich da mal nieder, um geopfert zu werden. Ich will das nicht. Und sehen wir den letzten seine Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Ich will das nicht. Ich will verhandeln. Epileptikerwarnung? Oh, wer bist du denn? Jener, der wartet, komm näher, fürchte dich nicht. Denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist, einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Du willst doch niemals was Gutes von mir. Unbedingt! Teufelspakt freigeschaltet. Oh, da habe ich meine Krone. Warte. Einmal fürs Thumbnail. So. Einmal fürs Thumbnail habe ich mich eben kurz da weggemacht. So, kann ich jetzt kämpfen? Ja, jetzt kann ich kämpfen. Okay, damit greife ich an. Komm her, ich verklopp euch. Ich verklopp die Leichen. Ich habe eine Ausweichrolle. Das kennt man ja aus vielen Roguelite-Spielen. Beispielsweise Isaac. Nein. Ich habe jetzt schon mal gesehen, woran man erkennt, dass die angreifen. Die leuchten kurz vorm Angriff. Ich will hier weg. Ah, okay, wir haben so eine Roadmap abzulaufen. Hallo. Fürchte dich nicht. Ich bin Ratau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du. Aber diese Tage sind bereits lange Geschichte.
Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Macht das eigentlich irgendeinen Sinn, alles kaputt zu kloppen? Scheinbar nicht. Aber die da zu kloppen. Da, die leuchten halt wirklich kurz vorm Angriff auf. Das ist mir, wie gesagt, gerade eben schon aufgefallen. Oh, ich habe eine Münze. Ey. Mein Inventar, ich habe eine Münze. Okay. Wir können sehr viel ausrüsten. Es wird noch interessant. Wo will ich lang? Ich will hier lang, oder? Nein, da sind Gegner. Böse. Böse Fledermaus. Böse Raupen. Nein. Vermeide Schaden zu nehmen. Okay. Wir sind halt gerade im Tutorial, ne? Also von den Trailern her, was ich gesehen habe, wird das Spiel hier noch richtig cool. Okay, da ist ein richtig fettes Tor. Können wir noch weitere Kisten oder so finden? Ich will mich mal umschauen. Das mache ich bei Roguelites generell. Immer umschaut. Man kann noch tolle Sachen finden. Wie zum Beispiel Gegner. Ja, man kann Kisten in jedem Raum kriegen. Und die Münzen brauche ich bestimmt noch. Tod. Tod den Raupen. Wahaha. Sorry, dass ihr es jetzt tun habt. Der hat bei OBS aus irgendeinem Grund das Desktop-Audio umgestellt. Auf dem Mikrofon, was gar nicht verwendet wird. Beziehungsweise auf dem Lautsprecher. Die sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Hätte ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als deinem Grund beizutreten. Oh, ihr mächtiger Bischöfe des alten Glaubens, wir bieten euch das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besuchen? Ich. Aua. Okay, momentan kann ich ruhig Schaden treffen, offenbar. Hey, nicht respawnen, das ist unfair, das ist gegen die Regeln. Wir haben einen Hasen befreit. Ich rette dich. Ciao! Sieht sie! Der Anhänger wartet auf Indoktrination. Ja, jetzt kann ich dem zu meinem Kult hinzufügen, sobald ich meinen Kult gründen kann. So viel weiß ich. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone und die Krone ermöglicht es dir, diese Markierungen am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Ketzer besiegt. Ich habe alle Ungläubigen geläutert. Ah, und da stehen dann so Infos, wie viel ich getötet habe, was ich für den Weg genommen habe. Wahrscheinlich gibt es hinterher mehrere. Und wie lange ich gebraucht habe. Und natürlich mein Loot. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Für durchschnittliche Spieler, für Gelegenheitsspieler, die Spaß suchen. Wir suchen eine Herausforderung. Ich suche immer die Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass ich wahnsinnig bin auf Höchstschwierigkeit. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination. Dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befehl diesen da Holz oder Stein zu sammeln. Ah!
Hallo, für wen betest du? Nicht für mich. Schalamba, geil. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Oh, ich kann den benennen. Sunny. Sunny kommt in meinen Kult. Er wird mein erster Kultanhänger sein. Formen wählen? Oh, da gibt es ja viele Formen. Düstolz, Anura, Ankertiefen, Seidenwiege. Was für einer wäre denn der Sunny? Ja, wenn ihr so eine Katze wie ich. Du verehrst mich, du bist eine Katze. So, Variante. Oh. Nee, bleiben wir mal bei Standard. Was es hier alles gibt. Ah, und hier sind nochmal so zusätzliche Bonis, die sie haben. Gläubig erzeugt 15% schneller Hingabe. Keine Ahnung, was das ist. Es wird um 15% schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Okay. Typ ist Sunny. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Sunny, komm in meinen Kult. Ah, und jetzt kann ich ihnen einen Befehl geben. Bäume fällen. Ich soll ja Bäume ihn fällen lassen. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Wir haben die benötigten Ressourcen und ein Fach ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Ich muss den Essen liefern. Ah, ich kann auch selber abbauen. Ich habe Stein gesammelt. Sunny sammelt schon das Holz. So, jetzt brauchen wir Holz. Wie ist das, wenn Sunny Holz sammelt? Muss ich daneben stehen? Kann ich mit ihm hacken? Komm, Sunny! Weg mit dem Baum! Okay, hier baut man. Da gibt's auch sehr viel, sehe ich. Da gibt's richtig viel. Okay, da freue ich mich schon mal drauf. Wo bauen wir das denn hin? Ich würde mal sagen, da ist der ja gespawnt, also baue ich mal direkt daneben. Sunny, magst du mit mir bauen? Geht das? Ja, er baut mit mir. Okay. Brava, Sunny. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangt deine Anhänger an zu hungern. Okay. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wie Routen durch Orte, die zur Nahrung so geeignet sind. Also, ich hatte schon mal recht, es gibt unterschiedliche Wege später. Baue Farm, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Bärenmahlzeit habe ich nicht. Dann brauche ich hier Beeren. Und der Bärenbusch, der fällt ja auf. Dieser leuchtende Baum? Ist der irgendwie besonders? Der hat mir auf jeden Fall schön Holz gebracht. Sunny, ich habe gehört, du hast Hunger. Oh, Minigame. Gerade so geschafft. Kann ich das auch selber essen? Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jeder der wartet, wurde von den vier Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Okay. Sehr brutal. Jetzt geh, du wirst dort Gold und willige Anhänger finden. Und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Okay, Emilia, kommt in meinen Kult oder ich verkloppe euch. Man kennt es ja. Sunny, soll ich dir sicherheitshalber noch was zu essen da liegen lassen? Ich weiß ja nicht, ob sich das unterwegs verbrät. Anhänger hinterlassen hier Ressourcen für dich. Okay.
Okay. Was haben wir denn hier denn jetzt Schönes? Ein gruseliges Tor, was leuchtet. Benötigt eins von neun. Ach, eins von neun Anhänger. Hier kann ich jetzt schon rein. Hier kann ich erst mit 7 rein. Und hier brauche ich 12. Na gut, das sind die unterschiedlichen Gebiete, ne? Spinnlein, nicht richtig! Wie grimmig das Schaf beim Laufen guckt. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Und das hier oben? Das ist wahrscheinlich Endboss. Na gut, auf nach Düsterholz. Oh, Sunny gibt mir irgendwas ab. Ja, Sunny, öffne mein Tor. Ciao, Sunny. Auf nach Düsterholz. Okay, da ist ein Schwert. Ich habe nur 2 Herzen. Klingendes Kreuzfass, ein treuer Begleiter des wandelnden Kriegers. Ein gut ausbalanciertes die Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Schaden 1,2 und Tempo 1. Der grüne Pfeil sagt mir, glaube ich, das ist besser. Kann ich irgendwas aus dem Zeug rausprügeln? Es hieß ja, ich könnte Samen finden, deswegen hatte ich so die Vermutung. Ich sehe auch gerade oben rechts, dass ich eine Minimap habe. Nein, nicht auf mich drauf hauen. Böse Kultisten, böse. Tschüss. Oh, Münzen. Okay, Sachen verkaufen hat einfach keinen Sinn. Na gut, ich kann mir so einen Weg machen, ne? Oh, ein Eichhörnchen! Ein Eichhörnchen, das ich verkloppen kann. Häppchen! Tod! Und ein Herz! Was kennt man ja, okay. Oben ist ein Weg und links ist ein Weg. Ich gehe links lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Wahl war. Oh, die werden unterbrochen, wenn ich sie haue. Ah, ihr blöden Kultisten, euch verknuffe ich alle. Dann gehört ihr zu meinem eigenen Kult. So, ich will jetzt noch gucken, was da rechts oben ist. Oh, was bist du denn für einer? Gelobt sei das Lamm. Wegbereiter großer Macht und verheißender Befreier von jenem, der wartet. Hab nur noch mal reingehört, ob sich das jetzt wieder umstellt. So haben es mir die Karten eins gesagt, vor vielen Lebzeiten, oder wird das erst noch geschehen? Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm. Doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karten, sie werden es entscheiden. Okay, ein Herz geboten, ein Schwur abgelegt, da kriege ich ein blaues Herz. Eine großzügige Belohnung für deinen Opfer, 10%ige Chance beim Töten des Gegners, blaue Herzen zu erhalten. Das sind, glaube ich, Seelenherzen wie bei Isaac, oder? Ich nehme das da. Besser eine 10% Chance, als nur eins mitzunehmen, oder? Das ist ja zumindest mein Empfinden. Stein, Essen, Essen. Wenn ich das richtig interpretiere. Hat das Auge irgendeine Bedeutung oder sagt das einfach nur, da will ich gerade hin? Ja, wenn, brauchen wir Essen, oder?
Ohr beben. Ich lag richtig mit der Vermutung. Honey, ich bring dein Frühstück. Mal hoffe ich mir, dass da was drin liegt. Oh, und direkt zum nächsten Raum, wo offenbar Gegner auf mich warten. Tschüss! Ihr könnt nichts! Oh, was passiert hier? Alles platzt. Oh, das war, glaube ich, einer dieser komischen Ruhepriester, die ihn am anderen Anfang hinrichten wollen. Leschi heißt er. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deine Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht könnte es sein. Aber ich bin immer noch stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Gib kein Fersengeld. Hau dich. Ah, solche Duschen! Gegner gefunden! Die haben echt coole Skelette! Und tschüss! So, was haben wir hier? Was ist das für ein Symbol? Hallo? Hier und nicht weiter. Kleines Lamm, meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst das selber von deinen behaupten? Ambrosius, ich opfere mich der Sache, oh mächtiger Anführer. Beim Blut der großen Krone. Blut der großen zerstör die rote Krone. Noch ein Symbol. Wieder schießt. Aber man sieht zumindest, wo es landet. Oh, ekelhaft, der macht Fans. Aber besonders Amdusias ist Amdusias nicht. Tod den Ungläubigen eingeschaltet. Hallo Amdusias, ich konvertiere dich für meinen Kult. Ja, ich verschone dich. Komm in meinen Kult. Oh, ich kann mir was aussuchen. Goldklumpen, Schädelhalskette, Bärenstrauch. Ich nehme die Halskette. Ein Schädel wird auf ewig grinsen. Der Anhänger lebt und natürlich lange, doppelt so lange wie gewöhnlich. Okay. Und eine gigantische Kiste mit Gold. Dahinter war noch so eine Lächelstatue. Ich will noch gucken, was oben ist. Jetzt kommt's, da ist dieser Kartenhändler so wieder. Das hätte ich mitnehmen sollen. Ja, allgemeine Waffenschaden um 1,2 klingt für mich besser als 10% Crit-Chance. Da mache ich wenigstens generell mehr Schaden. Oh, ich sehe gerade, mein Lamm hat Wunden. Was ist das für ein richtig Osttor? Ah, okay, das hat sich zu gefühlt, dieser komische Lichtkreis. Wo ich das gerade gemacht habe. Heißt das, ich muss jetzt hier viel mehr rein und dann kann ich zum Boss? Wenn ich dann Leschi verprügeln kann? Jetzt er besiegt, alle Ungläubigen geläutert. Macht gerade nur was. So. Hallo Ratter. Dabei,
Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unser gläubigen Herr anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Lucius. Ja, ich bekehre dich zu meinem Gut. Keine Sorge. Wen nehme ich jetzt in mein Team auf? Ich würde sagen Kai. Das ist ein Fuchs, ne? Haben wir keinen Hund? Wir haben hier einen Wolf. Ich mache aus Kai auch eine Katze. Obwohl, nee. Er ist das Tier hier. Ich kann gerade nicht ganz erkennen, was das ist. So. Oh, Sommersprossen, ja bitte. Natürlich ist es auch bei ihm schwer, die Stufe zu erhöhen. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich im Bettruhe befindet. Okay. Ich werde noch Betten bauen. Hallo Kai. Mögest du Steine abbauen? Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Ja, keine Sorge, ich baue den sofort. Glaube. Kann nur einmal gebaut werden. Wollt ihr mir helfen? Sunny hilft mir, Kai braucht ein bisschen. Hey, der dreht sogar auf halbem Weg über um. Gepriesen sei es, du, deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Hier haben wir einen neuen Anhänger. Aufträge ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Sammle dann die Hingabe, die deine Anhänger am Schrein erzeugen, um göttliche Inspiration freizuschalten. Oh, wir kriegen noch einen. Ja komm, dann holen wir jetzt Yannick ins Team. So. Yannick wäre bestimmt gerne das Ding hier eigentlich. So, er ist rot. Ich habe aus Versehen auf Zufall gedrückt. Todesangst. Verliere 5% Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Die können sterben. Na gut, verhungern. Dabei hätte ich es mir eigentlich schon denken können. Irgendwas im Hintergrund nervt mich gerade. Es wird um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Oh, Yannick ist leichtgläubig. Erzeugt 15% schneller Hingabe. Ja, du solltest dann auf jeden Fall da beten gehen, soweit ich das weiß. Yannick, willkommen im Kult. Geh beten. Bete mich an. Sammle Hingabe an deinem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf, ihn zu beten, bis du ihn leerst. Sobald du die göttliche Inspiration gesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gebäude für deinen Kult freischalten. Oh, das ist ja sehr nett. Kann ich auch mit dir beten. Arbeiten. Interagieren. Ich hab, oh, ich kann Ihnen diese Schädelheitskette schenken. Hier, Yannick, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe was beim Schrein gesammelt. Göttliche Inspiration freigeschaltet. Ich erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten. Hab nichts anderes zur Verfügung, aber gerade. Ein Kult braucht auch einen Tempel. Ja, darüber wird zwei geschaltet. Schlafsäcke, Leichengruben. Ich will keine Leichengruben. Ackerparzelle, Farmpaket. Schlafsäcke wären auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, oder? Komm, Sunny, ich helfe dir eben kurz. Wir machen hier oben mal ein bisschen frei. Will ich später meine Farm hinbauen. Okay, dafür brauche ich Stein und Holz. Genau, du bete weiter. Wo ist Kai? Er soll doch Steine abbauen.
Das dauert ewig. Da links, da baut er ab. Ah, und hier kriege ich auch das Zeug, was die abgebaut haben. Komm, Kai, wir bauen zusammen ab. So, Sunny eben kurz geholfen. Ich nehme mal die Beeren hier mit. Die beiden Steinchen bauen wir hier noch ab. Das sollte reichen, oder Kai? Ja, jetzt haben wir die Steine. So, komm, das bauen wir direkt hier unten dran. Wollt ihr mir mal eben kurz alle helfen? Du eingeschlossen. Obwohl, nee, bete weiter. Wir schaffen das auch zu dritt. Alle Mann anpacken! Nur Yannick nicht, der ist faul. Der gehört zu Team 31. Der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden. Und Rituale durchführen, den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Nein, die sollen bleiben. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halte eine Predigt in deinem Tempel. Okay, jetzt muss ich so einen Glaubensbalken hochhalten. Tempelleiter. Predigt. Lausche meinen Worten. Ich habe drei Predigten gesammelt. Durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Predigten ziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe. Daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten halten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Oh, das klingt nett. Herz der Gläubigen. Erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Ja, danke. Was können wir sonst noch freischalten? Das, du warst eine unglaubliche Offenbarung, ein gebuchter Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Geburtsteinsfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Bete, Yannick, bete. Bete, bis es weh tut. Okay, ich brauche 13. Ey, geht mal kurz alle beten. Soweit ich das sehe, können hier, glaube ich, viele Leute beten. Wo ist der letzte Heidi? Da ist er. Warte. So, jetzt gehst du beten. Betet mich an, meine Schafe. Betet mich an. Passte den Sicherheitshelfer was zu essen. Was passiert eigentlich, wenn ich aufs Rote komme? Du angebrannte Nahrung, du hast diese Mahlzeit angebrannt, weshalb sie von deinen Anhängern nicht verzehrt werden kann. Räume diesen unansehnlichen Murks weg. Koche mehr Nahrung, damit deine Anhänger auch etwas zu essen haben. Und sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Okay. Sunny, schämst du dich nicht? Also, ich habe gesehen, dass du dich geschämt hast. Kack da einfach hin. Krankheit. Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zufolge, dass Anhänger krank werden. Dort in einem kranken Anhänger Bettruhe. Ich habe keine Betten. Sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hüte, würde er sich langsam erholen.
Tod, Erbrochenes und leichenverursachten Krankheiten, die sich schnell in deinem Kult ausbreiten. Die Beseitigung von Unrecht und das Vergraben von Leichen verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Ist sonst noch irgendwo hingekackt? Will jemand ein Geständnis abliegen? Okay, ich kann wieder so eine göttliche Inspiration sammeln. Schlafsäcke. Sie wollen ja irgendwo schlafen können, ne? Begrabe tote Anhänger in einer einfachen Grube, damit kein verwesene Leichen herumliegt. Die kann warten. Ich will versuchen, die am Leben zu halten. Okay, und ich kann auch genau 3 Betten machen. Hier, ihr dürft alle beisammen schlafen. Das mache ich eben kurz allein. Oh. Ah, die suchen sich selber aus, in welchem Bett die schlafen wollen. Oh. Das ist Sunnys Bett. Sunny und Kai unterhalten sich. Hat euch das erlaubt? Janik, was tust du? Janik? Das habe ich gesehen. Kackst da einfach hin, während ich auch noch daneben stehe. Schämst du dich nicht? Okay, ich lasse dir jetzt mal diese komische Inspiration sammeln. Nimm noch den Bärenstrauch hier mit. Ich hoffe einfach mal, die sammeln weiter, während ich in den alten Ländern bin. Dieses Jahr. Wir gehen wieder nach Düsterholz. Wir haben einen Ball des Abtrünnigen, ein mächtiges Werkzeug von unaufhaltsamer Brutalität. Schwingen das mit den Schlossnägeln. 2,4 Schaden, aber 0,5 Tempo. Okay, den Schaden den sieht man. Hier alles weg. Übertritt die Länder des Bischofs Leschi. Jene, die nicht dem Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ich folge diesen Glauben nicht. Kaputt gehauen. Boah, man merkt den Schadenunterschied aber sofort. Hey, die hüpfen, hat mich aber bisher nicht gestört. Easy. Wen hole ich denn als nächstes eigentlich in meinen Kult? Ich freue mich, da gut mit dem Eis aus. Aua, ich habe einen abbekommen. Aua, ich habe 2 abbekommen. Die Axt ist nicht so toll. Okay, ich habe eine gute Kombination mit der Axt gefunden. Ach, ich kann doch was aus den Dingern rausprügeln. Krass. Na komm, dann alles abkloppen. Eventuell brauche ich gerade für irgendwas. Wir haben den Tarot-Typ gefunden. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Die Spinne. Für das Gift der Angst gibt es kein Gegenmittel. Schild des Glaubens. Nimm Zuflucht in deine Hingabe. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Ich mache ja schon relativ viel Schaden. Ich nehme mal den Schild. Guckt es sich eigentlich, wenn ich hier alles kaputt schlage? Oh. Tarotkarten freigeschaltet. Ah, okay. Hier kann man sich angucken, was man schon hat. Oder freischalten kann. Will ich mir nicht angucken, das will ich selber rausfinden. Kann ich dich hauen? Okay, ich kann dich glücklicherweise nicht hauen. Der Raum sieht gefährlich aus. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nacht. Jene, der Bart ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht dir eine Kronenfähigkeit zu mehr. Okay. Oh. Habe ich einen Fernkampf angehört? Ja. Ich habe einen Fernkampfangriff. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer.
diese komischen roten Dinger auf, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Okay, drei Schuss habe ich offenbar. Ah, da oben links sieht man es auch. Und das fühlt sich so ganz langsam auf. Okay, sparsam mit sein. Da ist ein Haus, da ist ein Anhänger. Das Symbol für Anhänger kenne ich ja mittlerweile. Und da sind Steine. Ich würde mal sagen, erstmal ein Anhänger, ne? Nein, lass den frei! Der Wurm, er ist hungrig, er frisst. Er nährt sich von unserem Fleisch, aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Erstmal Fähigkeit eingeheatet. Kann ich einfach hier alles kaputt schlagen? Ja. Krieg ich dafür Gras. Was seid ihr für welche? Wer hat sich hier ausfinden? Oh, der hat einen Ball geschossen. Ich habe dich gerettet, kleine Kuh. Also bisher macht mir das Spiel viel Spaß. Und es bringt tatsächlich was, die Dinger klein zu kloppen. Ist egal, oder? Geh rechts lang. Was ist denn das für ein Ding? Hingabe stehen. Oh, danke. Also alles im Raum auf jeden Fall mal kurz klein prügeln. Kann ich auch das Ding klein prügeln? Ja, ich habe dafür einen Stein gekriegt. Aua. Ich habe nur noch ein Herz. Oh, das Spiel hat mich verstanden. Jetzt bist du ein Kleiner? Du schießt ein Hügelchen, okay. Aufheben Geburtsteinfragment. Vor Äonen wimmelte es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere, zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenig verengten Verbliebenen schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern. Hunderten. Jetzt. Ciao. Okay, ich komme mir alles rein. Ich dachte erst, ich darf nur eins. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Bruchsteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden, sobald du einen neuen Geburtsstein zusammengesetzt hast. Also kann ich denen befehlen, was sie zu tun und zu glauben haben. Ah, wieder der Spucktyp. Eichhörnchen! Eichhörnchen! Oh, da ist wieder diese Leschi. Seid töricht, da weiß ein Stroh bleibt, ein kleines Lamm. Hör den Lügen und rieche deine Fahne. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für einen unwürdigen Träger sie hat. Böse Leschi, wie siehst du aus?
Ich habe Kugeln, keine Scheu, sie einzusetzen. Ab und zu soll ich sie wirklich mal verwenden. Aua. Erst die Schützen loswerden. Und tot. Ich bin zum Märtyrer geworden. Das lief ja nicht ganz so gut. Oh, wieder dieser komische Tod. Fürchte dich nicht, denn du bist mein auserwähltes Gefäß. Und der Tod kann dich nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen, du wirst mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast, baue deinen Kundendekolt auf. Stärk ihn, so gewinnt man Macht. Manche unverdrossen weiter, jedes Mal, wenn du fällst, erhebst du dich stärker als zuvor. Ja, ihr seid überhaupt leid. Weil ich wenigstens den Anhänger, den ich unterwegs gerettet habe. Ich bin nicht schwach. Ihr seid schwach. Verschone dich, Sven. Ja, Schwänze, willkommen im Club. Sven ist natürlich ein Reh. Orangenes Reh. Mit einer Narbe im Gesicht. Gegenopfer. 5% minus, also 5 minus Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Und es ist schwieriger, ihn zu leveln. Sven, du hast nur Negatives auf dir. Ich opfere dich als erstes. Kipi. Aber vorher. Oh, die haben richtig viel gesammelt. Parzelle. Also die erfahren wirklich, während ich nicht da bin. Warte. Sunny? Du gehst wieder Holz fällen. Und du? Du gehst wieder Steine abbauen, Kai. Ich lasse jetzt mal nur zwei hier am Beten. Sven braucht natürlich einen Schlafplatz. Das ist ja klar. So, und Nahrung. Ah, dafür braucht man das Gras. Hier habe ich ja schon frei gemacht. Ich schaff das allein. Oh, ich muss besser pflanzen, etc. Aber wir haben 3 Bärenbüsche schon mal angepflanzt. Das ist doch was Gutes. Fleischmahlzeit. 25% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. 15% Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. Okay, einmal kacken. Und auch bei der Bärenmahlzeit ist so eine 15% Chance, dass die kacken. Jetzt wird gekocht. Gönnt euch, meine Sklaven, gönnt euch. Kann ich ihnen eigentlich auch sagen, sie sollen Bären sammeln? Es scheint ihnen zumindest zu schmecken. Nee, Bären sammeln kann ich ihnen leider nicht sagen. Aber wenigstens wird jetzt auch abgebaut. Also wir müssen diesen Gebetsstein ja jetzt verwenden, ne? Wir können einmal eine Predigt halten. Betet mich an. Ich bin euer heiliger Messias. Fluch der Horde? Tückische Waffen. Okay, ich halte die Chance, Gegner zu vergiften. Oder deine neue Flüche. Wir nehmen mal die Flüche. Das ist ja Fernkampf. Und da hätte ich gerne mehr Variationen. So, Krone. Die neue Doktrin verkünden. Düngersilo. Tanze um die Flamme, um den Glauben des Kults zu erhöhen. Wir verkünden dieses Doktrin.
Möge die tanzen. Achso, ich habe einfach nur was freigeschaltet. Und dafür brauche ich Knochen, oder was ist das? Fahre die Feuer und lassen uns bis tief in die Nacht tanzen. Ah, ich kann nur eine Predig am Tag halten. Und indem du predigst, behältst du Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst, stärkst du ihren Glauben. Benötigst Knochen deiner Gegner, um ein solches Ritual durchzuführen. Störe ihre Skelette, um ihre Knochen zu sammeln. Gib dich erneut in die Länder des alten Glaubens. Sammle Knochen gefallener Gegner, rekrutiere weitere Anhänger und kehre hierher zurück, um ein Ritual im Tempel durchzuführen. Führe Rituale im Tempel durch und sie erhöhen für gewöhnlich den Glauben oder helfen die Probleme im Kult zu lösen. Rituale werden mit Hilfe der Knochen unserer gefallenen Gegner durchgeführt. Okay. Entweihe die Leiche eines getöteten Ungläubigen und nimm ihr seine Knochen, um sie für ein dunkles Ritual in deinem Tempel zu verwenden. Okay. Ich habe Leichen jetzt. Machen so lange weiter, ne? Ich würde gerne auch noch eine Farm bauen. Kriegen wir es noch hin, dass ich jetzt eben kurz erst 9 hier erfarme? Was tust du, Yannick? Ich weiß, was du vorhast. Ich heile dich auf. Oh, Kai macht direkt auch noch mit. Schämt euch denn alle nicht? Ich weiß, was du vorhast. Geh mal eben kurz mitbeten. Ich schicke euch gleich wieder auf eine Wanderschaft hier. Aber erstmal will ich hier noch das eine Teil mitnehmen. Ich glaube, Sven und Sunny haben sich gestritten. Ich will nochmal versuchen, das mit Twitch zu verbinden. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.